Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Automar Chef. Hier ist Siri da. Ja, beim Combo Chaos Menü Dingsbums Gedingse hier sind wir jetzt noch. Wir haben alle, fast alle Menüs schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch das einfachste Menü, glaube ich, machen. Das Dopamin Menü, ja. Das müssen wir noch machen. Also, jetzt will ich noch mal kurz checken. Den Hotdog haben wir zusammengebaut. Das ist alles okay. Wir hätten hier noch zwei Anschlüsse frei. Was braucht denn eigentlich so eine Fließbandbrücke an Strom? 450 Watt, mal ein Standardband braucht 150 Watt. Wir könnten, ja, doch, wir könnten die Fließbandbrücke ausschalten. Grill können wir halt nicht ausschalten, weil wir den doppelt benutzen. Das ist, ja, ich denke da halt immer, wenn man dann ein Gerät einsparen, ist es vielleicht besser auf Dauer, wie wenn man jetzt drei Geräte nehmen zum Beispiel, ne? Da denke ich halt immer so ein bisschen dran, weil man weiß auch nicht, wenn dann ständige Bestellung eingeht, dann bleibt dein Gerät auch ständig an. Das muss man sich auch immer ins Gemüt rufen sozusagen. Wir machen mal Folgendes. So, neuer Anschluss, Fließbandbrücke. Ob das halt viel bringt, ist die Frage, wenn Bestellung aussteht. So, aber wir haben es schon mal Alter, gemacht hier. So, jetzt käme noch die dritte. Und dann stößt wahrscheinlich das Gerät hier schon an seine Grenzen. Wir müssen jetzt noch... Wir müssen jetzt noch das Dopamin-Menü hier zusammenbauen dann. Ja, das Einfachste ist natürlich von hier die Pommes aufs Band zu legen. Da machen wir hier in der Mitte einen Greifer hin und dann macht ihr ja Platz. Aber die Burger irgendwo hinzubekommen, das wird jetzt eigentlich noch die etwas schwierigere Herausforderung. Die einfachen Burger kommen hier. Warte mal, ich gucke mir mal das Rezept an für das Dopamin-Menü. Also wir brauchen ein... Burger, einen einfachen Burger und Pommes. Das ist eigentlich noch sehr simpel, ne? So, da wir ja hier nicht rübergreifen können, das haben wir schon probiert und auch mit Fließbandbrücke nicht rüberkommen, müssen wir die Burger hier irgendwie aufs Feld packen können. Beziehungsweise die Pommes hier rüber packen. Das wird aber auch schon wieder schwierig. Da kommen wir nicht rüber. Ansonsten... Naja, die müssten wir ewig weit hier rumliefern. Das ist jetzt das Problem. Ja, das ist ein wahres Problem. Oder wir müssten hier noch ein Band reinsetzen, dass wir da eine Brücke gestalten können. Dass wir den Roboter hier... Ja, dass wir halt hier noch Pommes rüberkriegen, irgendwie. Das Blöde ist einfach, dass die Zusammensetzer nicht einfach hier auf ein Band rausliefern. Das ist das Blöde. Oder dass man die nicht von da irgendwie abgreifen kann. Oder warte mal. Ne, wir können das auch nicht umbauen, oder? Das ist, hier wird der Doppelburger zusammengesetzt. Wir haben das schon so ausgeboostet, dass wir von da aus das wegnehmen können. Ich meine, ich muss jetzt einfach mal hier... einen simplen Roboter hinstellen. Boah, das Kabelgewusel, also ich würde die Kabel gern einfärben können auf verschiedene Gerichte hier. Weil das macht es nicht wirklich besser. Ich habe ja erst gedacht, die hätten unterschiedliche Farben, aber das ist je nachdem, wie der Lichteinfall ist. Sind die mal oranger oder röter oder bräuner oder je nachdem, wie man es jetzt hier sehen will. So, okay, was wir noch machen könnten, wir könnten die Verpackungsmaschine noch ein Stück weiter hinstellen. Dass wir das Band hier, ja, und das so und das so.
Aber eine Verpackungsmaschine schafft es gar nicht. Das ist zu viel. Ich meine, da wird es jetzt wieder auf dem Fließband rauslaufen. Tschack. Tschack, tschack. So. Ja, jetzt müssen wir bloß noch dann die Pommes liefern. Das ist eigentlich einfache Übung, die kommt hier drauf. Allerdings mal tatsächlich gucken, nicht, dass die verderben, halt auf die Distanz. Ansonsten müssen wir tatsächlich mit schnellen Bändern schaffen. Die brauchen einen Haufen Strom. Ja, aber ich will die Quest einfach schaffen und ob ich jetzt da irgend gegenüber was drüber komme, das ist mir eigentlich jetzt ziemlich egal. Also, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Das ist mir jetzt dann wurscht, ob ich da über Zutaten drüber komme oder über den Strom drüber komme. Es ist erfüllt, wenn die 50 Bestellungen ausgeliefert sind ohne irgendwelche Vorkommnisse, dann ist das Ganze schon erfüllt hier. So, du brauchst immer zwei Felder. So, genau. Wie sieht denn das aus? Genau so sieht es aus. Dann packt der mir nicht die Pommes hier raus. Ja, wir können hier nicht mit irgendeiner Schranke oder was arbeiten. Das geht einfach nicht, weil Vorratsbehälter, da müssen ja die Pommes warm gehalten werden. Die steuern wir nicht, die machen wir einfach auf Dauer, ja. Und so ist es einfach, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn da drin? Dopaminmenü. Einfacher Burger, okay. Da können wir. Ja, wir müssten eigentlich noch den Roboterarm ansteuern hier. Einmal. Warte mal, haben wir hier irgendwas drin, was wir gar nicht brauchen? Roboterarm-Symbol. Warte mal, was macht denn der? Hä? Das ist jetzt, warte mal, sehe ich das hier besser? Das ist der richtige Bestellungsleser, ne? Der Roboter Simple, welcher ist denn da angesteuert? Der hier? Ja, den muss ich ansteuern. Ja, wir haben ja noch einen Haufen Geld eigentlich übrig. Also, wir sind wirklich sparsam, muss ich jetzt schon mal sagen. Naja gut, das hilft alles nichts. Wir brauchen noch einen Bestellungsleser. Nicht Laser, sondern Laser. Der auf das Dopamin-Menü reagiert. Schwieriges Wort manchmal, ja. So. Und dann wird. Warte mal, ich zoome mal wieder raus hier. Der muss auf jeden Fall auch, weil sonst klaut er uns die Pommes hier. Wenn das wäre jetzt auch nicht das Schlimmste, aber ich mache mir halt dann irgendwann Gedanken, dass da hinten so viele Pommes drin stehen und ich weiß gar nicht, wie viele Zutaten, glaube 12 fertige Sachen können da rein und dann ist Schicht am Schacht. Und zwar, der macht seine Aktion einmal pro Bestellung. So, jetzt haben wir natürlich hier noch drei Anschlüsse verfügbar. Können wir die noch irgendwie nützen? Eigentlich weniger, weil wir können den Grill nicht abschalten, weil der zusammen benutzt wird für einen Doppelburger auch, ja. Was könnten wir sonst noch machen? Wir könnten den simplen Robby-Arm da ausschalten. Was brauchen die eigentlich an Saft? Die brauchen, glaube ich, eigentlich nicht einmal so viel. 300 Watt, naja, wobei. 300 Watt ist schon ein bisschen was, ne? Na komm. Dann machen wir das hier. Der Roboterarm Simple. Na, einmal bei neuer Bestellung. Ja, das geht, glaube ich, nicht. Ich bin mir nie sicher, ob der dann so lang anbleibt. Weil dann ist ja eigentlich die Option Quatsch hier. Weil dann kann man gleich das einschalten hier, wenn Bestellung aussteht. Dass der halt so lang aktiv bleibt. Ja, oder ob der halt tatsächlich irgendwie auf das lurt, dass das dann ankommt, hier das Material. Können wir sonst noch was steuern? Ja gut, wir könnten ansonsten nur noch zwei Fließbänder steuern. Die Frage ist halt, ob ich da halt irgendwo schnellere Fließbänder benutze. Dann wäre das halt auch sinnvoll, dass man die auch ab und zu mal ausschaltet, ne? Gut, der Roboter wird eigentlich nicht ausgeschaltet, der ist eigentlich ständig an. So ein normales Fließband braucht 150 Watt, glaube ich. Und der Roboterarm wären zwei Fließbänder halt hier, ne? Das ist schon reguliert, ne? Ja.
Ob das halt viel Sinn macht, da Fließbänder großartig abzuschalten. Der Roboterarm Simbel, der macht halt einmal auch bei der Bestellung, dass hier seinen Arm hier bewegen. Beziehungsweise so lang, ja, da macht es vielleicht jetzt wieder mehr Sinn. Dann hätten wir noch einen frei hier. Können wir noch einen regulieren? Könnten wir jetzt den Automaten regulieren, das macht aber keinen Sinn. Das wird zu Verzögerung bringen. Wir könnten das Band hier noch hier rein tun. Eine Bestellung aussteht. Wir könnten natürlich auch sagen, ja, wir wissen ungefähr, wann der Burger hier rauspurzelt. Dann könnte man sagen, ja, er bleibt so lang aus, bis, ja, das wäre noch so eine Sache, dass man bei manchen Maschinen auch sagen könnte, aus so lang bis. Aber da müsste man genau die Zeit rausfinden, wie lang das eben dauert, ne? So, ich glaube, da sind wir damit durch. Dann tue ich einmal testen, wenn wir ein Dopamin-Menü wollen. So, jetzt sehen wir hier ganz schön, dass zum Beispiel die Brücke aus ist hier. Die wird gerade nicht gebraucht und man sieht halt jetzt hier bei Bestellung ein. Also der wartet hier so lang, bis die Bestellung durch ist. Und dann wird eigentlich erst abgeschalten. Eigentlich macht es fast kaum mehr Sinn, die Funktion. Ich habe was vergessen. Ich habe hier einzustellen. Ja, das kann jetzt nicht funktionieren. Stopp. So, auf Dopamingericht soll er auch noch machen hier. So, hoffentlich funktioniert das bei ihm. Das gibt keinen Kuddelmuddel hier. So, noch einmal. Ja, also die Grills sind halt auch noch an. Also der Grill. Das gefällt mir zwar nicht, aber währenddessen könnte ja hier auch das andere gebraten werden. Sich so gegenseitig unterdrücken, das wäre eine Möglichkeit, aber schwierig. Wenn die Kohle hätten wir tatsächlich. Ach, der bleibt ausgefahren jetzt noch, ja. Ist ja lustig. Ach so, ja, der hat einmal sein Ding gemacht und dann ist gut, ja. So, das ist angekommen, sehr schön. Ich weiß es nicht, ob wir das umändern müssten, vielleicht. Da bin ich immer noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, mit dem einmal bei Bestellung und nicht hier. Weil das Fließband müsste tatsächlich nicht dauerhaft laufen und ob wir schnelle Bänder brauchen, macht vielleicht noch nicht mal mehr Sinn, weil das hier langsam läuft. Und das ist eigentlich blöd, warum das die Verpackungsmaschine, die Bänder hier so oder das Band hier selber so langsam läuft. Ich mache mal kurz speichern. So, ich mache einfach mal Start. Mal sehen, was passiert. So, irgendwas wird wahrscheinlich hier nicht hinhauen. Das irgendwie dann bei der Stoßzeit oder weiß der Kuckuck was. Der Strom wird nicht ausreichen. Wenn wir haben jetzt noch die Option, wir könnten die Sachen viel schneller zu produzieren lassen hier. Momentan werden halt die Pommes erstmal auf Halde produziert, weil noch keine Bestellung einkommen. Ich weiß nicht, ob das extra so gemacht worden ist, dass man, wenn man was vorproduziert, vielleicht. Aber in dem Sinn, wenn wir jetzt hier auf die Zutaten pfeifen würden, dann wird man halt hier auch Vorratsbehälter für alles Mögliche machen. Ja, was ist denn jetzt los? Kommen hier mal andere Bestellungen hier? Jetzt haben wir die Pommes gleich fertig, soweit. Was nämlich jetzt auch nicht gut ist, wenn es hier voll läuft und dann stehen die Pommes hier an. So, doppelt Dog-Menü. Ah, jetzt kommt Infarkt-Menü, Beilagensalat kommt. Okay, zwei Pommes. Also, vielleicht sehe ich es auch nur subjektiv, dass die Zutaten trotzdem schnell hier reingeladen werden, wenn hier zwei auf einmal kommen. So, jetzt kommt hier, was kommt denn jetzt? Ah, jetzt kommt auch ein Dopamin-Menü. Das Doppel-Dog-Menü wird schon gelb. Ah, ist noch akzeptabel.
Es ist geliefert, okay. Infarktmenü haben wir gelb. Nein, ist geliefert, okay. Ja, Beilagensalat wird halt am schnellsten, weil es am einfachsten ist, ja. So, ja, jetzt haben wir 1000 Energie. Stoßzeit, jetzt wird es interessant. Dopaminmenü, nee, es kommt schon. Ja, man könnte halt hier tatsächlich schnellere Bänder hinmachen noch. Dann wird es auch anders sein. Zwei Infarktmenüs. Läuft, jawohl. Ja, orange, okay. Oder? Oh, oh. Lass mal schauen. Ja, doch, jetzt ist aber das nächste schon wieder dran und dann kommt nochmal eins. Ja, ich habe halt Bedenken, dass es hier dann irgendwann hapert, ne? Ja, da sehen wir schon, was die Leute so denken. Ah, da denkt gerade einer an Salat und Dopaminmenü. Oder Infarkt mit Salat. Ja, Salat geht halt irgendwie immer. Ja, aber es läuft eigentlich noch ganz gut, muss ich sagen. Auch wenn wir hier mal wieder mal gelb und orange haben. Ach, jetzt kommen hier diese Runner-Dinger hier. Das soll wohl heißen, die sind ein bisschen ungeduldiger. Ich bin mir nicht sicher. Oder Stoßzeiten halt. Meine Energie, jetzt haben wir gleich 2000. Und sind schon bei fast der Hälfte. Also von der Energie wird man wahrscheinlich die ganze Sache erfüllen. Man könnte hier und da noch ein bisschen optimieren, das Ganze. Also wenn wir da auf die Energie groß schauen müssen, dann könnten wir sagen, wir machen hier noch schnellere Bänder rein. Die kosten halt mehr Strom. Ja, ich hau mal die Geschwindigkeit hoch hier. Komm, das lassen wir mal durchrennen. Weil wir sind da teilweise etwas langsam, aber es ist in Ordnung. Also es werden keine Bestellungen verfallen. Ja, wir haben es geschafft. Und mit wesentlich weniger Energie sogar noch. Wir haben fast nur die Hälfte von dem gebraucht, was sie uns hier auferlegt haben. Zutatentechnisch, yo, da haben wir es um 4 Zutaten geschafft auf jeden Fall. Eine Effizienz von 86% schreibt uns hier drauf. Moment, da gibt es immer Tipps, aber das sind immer die gleichen Tipps. Also er sagt uns jetzt nicht, dass wir hier was wir machen können. Ne? Es ist immer gleich. Küchenbericht sind keine Ereignisse, das passt auch. Also haben wir es geschafft, Leute. Ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt nichts im Nachhinein machen mussten. Wir waren auch weit unter dem Geld hier, was wir hatten. Das ist doch ganz gut, dass wir die Investition nicht ganz ausgeschöpft haben. Ja, und ich bin eigentlich glücklich, dass wir tatsächlich die Energie nicht hier überschritten haben. Und ja, anders hätte es ausgesehen, wenn wir jetzt hier schnelle Bänder genommen hätten, weil die halt auch ordentlich Power brauchen. So, wir machen mal weiter. So, wir haben noch, ja, ich sag mal, wir haben für die Folge noch so 12, 15 Minuten rum. So, was haben wir denn hier? Das haben wir fertig. Jetzt hätten wir, ich sehe nichts, optional. Das gefällt mir gar nicht. Weniger als was? 650 Watt Strom? Wattstunden? Was ist denn das? Was ist das für eine Küche hier? Das ist ja komisch hier. Klingt köstlich. Serviere 50 Menüs, verbrauche weniger als 3000 Wattstunden Strom, benutze weniger als 160 Zutaten. Jetzt weiß ich halt nicht, in welchem Aufwand die Mission ist. Ob das Bild hier aussagekräftig ist, wie man es bauen sollte oder muss, das weiß ich auch nicht. Hier ist nämlich leer. Oder ob da schon wieder was vorbereitet ist, da müssen wir nämlich wieder Fehlersuche betreiben. Und naja, Fehlersuche dauert auch lang. Ich glaube, wir gucken mal bei klingt köstlich rein. Da, 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 ba, da, da, ba, 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 ba. Oh Gott, was müssen wir da alles bauen? Wir müssen, die Dinger machen, die Dinger ja. Pommes, Cheeseburger, Hotdogs. Naja gut, einfache Hotdogs. Das wäre das Rockkonzert oder was? Budget 150.
Spudget. So, Start. Der Besitzer dieses Musikladens war so davon beeindruckt, wie wir den Pöbel beim letzten Mal verköstigt haben, dass er uns erneut eingeladen hat. Das Vertrauen der Verantwortlichen zu gewinnen ist nur Teil des Plans. Genau, das Verstauen. Heute tritt eine weitere Gruppe von abgefracktem Gesindel auf und die Sorte Publikum, die dafür zahlt. Sie zu sehen ist gut, ist so gut wie alles. Ach so. Also nicht ist, sondern ist. Das andere ist mit 2 S. So. Ich habe ein sorgfältig kalkuliertes Angebot aus billig herzustellenden, schnell zu servierenden Gerichten erstellt, dass sich die Konzertbesucher mit Leichtigkeit in den Hals stopfen können. Wie Vieh. Wir bieten Pommes spezial an, die mit Sorgfalt hergestellt werden können. Was? Indem man einen Haufen scheinbar zufälliger Zutaten in eine Verpackungsmaschine stopft. Es ist sowohl chaotisch als auch exquisit. Mit Käse oder was? Und mit Salat drauf und keine Ahnung. Hau raus, was du kannst, Partner. Viel Glück heute Abend. Gut, also wir müssen 50 Bestellungen machen. Bacon Pommes. Käse Pommes Spezial. Und das schmeckt, naja, mit Käse schmeckt ja alles. Naja, okay. Wir gucken uns mal an, was wir überhaupt haben. Ja gut, das Übliche haben wir. Alles klar, sehr schön. Gut, ich schaue mir mal ganz kurz natürlich die Käse Pommes an. Wir brauchen wieder geriebener Käse. Das wird natürlich wieder ein bisschen lustiger, ja. Oh Gott, wir brauchen hier Eier. Da müssen wir wieder, ich glaube, da müssen wir wieder wegen Bakterien aufpassen dann. Dass die nicht so lang liegen dann. Da kommt ja alles rein hier. Oh Gott. Also das Einfachste sind die Pommes halt, ne, in Wirklichkeit. Und die Hotdogs sind es einfacher, ja. Okay, also wir brauchen zweimal Bacon. Also für Pommes hier dann eigentlich auch noch. Der einzigste Unterschied hier ist meines Wissens nur, dass das Ei nicht reinkommt, ne? Ansonsten ist ja hier alles identisch. Der braucht Käse, der braucht die Spalten, er braucht ein Bacon. Nur das Ei fehlt beim einen. Die Frage ist, ob man das jetzt irgendwie nutzen könnten. Wenn wir Pommes wieder auf Halde produzieren, vielleicht. Ja, theoretisch müssten wir eigentlich das hier und das hier auf Halde produzieren. Weil man kann ja nicht hier sagen, ja, man macht erstmal die einfachen Bacon-Pommes und dann tut man einfach nur noch Käse drüber. So würde ich es halt machen. Aber das kann man halt nicht dann nochmal irgendwie einen Zusammensetzer reinpacken. Das muss ja hier alles schon so angeliefert werden. Ja, wie ich das jetzt mache. Wir könnten einen Zusammensetzer bauen, der auf zwei Gerichte reagiert. Das müssen wir wahrscheinlich auch wieder. Den geriebenen Käse, den könnten wir doppelt abgreifbar machen. Bei den Bacon-Streifen, da würde ich einen stinknormalen Grill benutzen, keinen Durchlaufgrill. Das macht keinen Sinn, würde ich mal sagen. Und ja, eventuell könnten wir auch über den Grill Hotdogs laufen lassen. Ja, ich weiß, normalerweise macht man nicht auf einem Grill zwei Gerichte, ne? Nimmt ja den Geschmack an. Das Ei muss man aber auch noch braten, in dem Fall. Naja, das muss ein separater Grill werden. Es geht nicht anders. Oder wir machen... Ja, es ist halt einfach wieder, wenn man alles erfüllen möchte, die ganzen Vorgaben. Das ist nämlich so Sache, ne? Wir probieren es vielleicht einfach mal mit mehr Geräten, ne?
Das Einfachste ist jetzt halt tatsächlich erstmal hier Hotdogs und Pommes zu machen, ne? Beziehungsweise nur Pommes. So, den Platz haben wir. Das heißt, wir brauchen einen Spender. Ja, das ist jetzt wieder die Frage, wo man halt anfängt, ne? Beziehungsweise die Pommes müssten vielleicht hier in der Zentrale in der Mitte laufen, damit wir hier von jeder Seite Zugriff haben. Machen wir einfach mal hier Pommes. Also Quatsch. Es ist ja erstmal mit den Kartoffeln fängt's an. Wir fangen ja hier ganz vom Anfang an. Außer dass wir es jetzt vom Feld hier erstmal holen müssen oder so. Das ist schon hier erledigt. So, die lassen wir eigentlich. Ja, es macht nicht keinen Sinn, die Pommes zu begrenzen. Es würde Zutaten sparen, aber sonst müssten wir ja für alles hier rummachen hier. Wir brauchen einen Zerhäcksler. Der muss dahin. Dann braucht man Frittomat. Dazu braucht man einen normalen Roboter. Dann brauchen wir einen smarten Roboter, einen Smarties-Roboter. So, und eine Vorratsmöglichkeit hier. So, du machst bitte die fertigen Kartoffelspalten hier raus, frittiert. Okay. Ja, und das lassen wir halt einfach durchrennen hier, die ganze Geschichte. Es könnte aber hier zu Problemen führen, dass vielleicht hier Pommes anbrennen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das müssen wir aber dann steuern, eventuell, dass wir hier den Spender ein bisschen steuern. Also den ein bisschen einbremsen. Das würde nicht funktionieren. Ja, weil ansonsten haben wir hier Probleme tatsächlich, dass hier dann schlechte Pommes oder verbrannte Pommes drin sind. Und die blockieren uns dann alles zum Schluss hier. Beziehungsweise müsste die dann rausholen hier aus der. Ja, das wäre möglich, dass man dann hier. Ja, was macht man mit denen eigentlich? Da gibt es ja keinen Mülleimer irgendwie. So, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal halt. Da fehlt ja noch was. Wir brauchen noch mal einen Roboter Simple. Den müssen wir. Ja, gut. Wenn nur Pommes gebraucht werden. Ach, ich habe ja noch einen Fehler gemacht. Stopp, 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 stopp. Das stimmt noch nicht ganz hier, die Anordnung. Das gehört eigentlich so, aber das wird jetzt hier elendig lang hier. Das ist ein bisschen. Vielleicht müssen wir das hier ein bisschen schlangenlinienförmig machen dann. Nämlich hier braucht man noch einen Verpacker. Die Pommes kommen ja in so ein Tütchen rein. So, und du machst mir bitte, hoppala, machst mir bitte Pommes. Okay. Ja, dann warte mal, warte mal, warte, bevor ich jetzt hier einen Fehler mache, einen falschen Fehler. Haha, nee, ja, das ist es nämlich. Ja, genau, das wird ja aus. Ja, die Streifen komponiert. Da habe ich nämlich gerade schon den Fehler drin. Und hier, ja. Nee, das war dann eigentlich schon richtig. Den brauchen wir hier nicht. Und zwar, wir brauchen das doch so. Den dann so. Und der führt uns das dann aufs Band raus. Ja, so müssen wir es machen. Und da müssen wir jetzt dann einfach hier das Förderband verlängern hier. Und das wäre das. Und den müssen wir einfach sagen, da brauchen wir halt einen Bestellungsleser. Das geht da auch nicht anders da. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Erstmal, ich stelle den jetzt mal. Da in die Ecke. Aber da bleibt, weiß ich noch nicht. Bei Pommes reagieren bitte. Und Anschluss an Komponente. Eigentlich nur. Ja, ich überlege gerade wieder, ob man Verpacker für alles machen wieder. Weil dann können wir den nämlich nicht mit anschließen. Ansonsten würde ich halt sagen, hier, Roboterarm Simple. Wenn die Bestellung kommt, dann einmal ausführen. Und hier, der soll halt einfach, ja,
Wenn die Bestellung aus ist, ja, noch hier, ja. So, das wären jetzt einfach mal die Pommes. So, und die anderen, da werden einfach die Streifen reingelegt. Aber wie gesagt, da haben wir halt wirklich das Thema, dass eventuell hier uns ein paar Pommes anbrennen könnten. Oder Kartoffelstreifen eben, ne? So, der Hotdog. Das ist ja eigentlich auch eine ganz banale, einfache Geschichte. Da machen wir einen Spender. Der macht uns hier Hotdogs. Können wir eigentlich so setzen hier. Dann kommt ein Grill. Also das heißt, erst kommt ein simpler Roboter. Ein smarter Roboter. Ein Grill. Der Smarties Roboter, der macht uns bitte die fertigen Hotdogs raus. So, und dann ist es folgendermaßen. Dann kommt hier das Zusammenbaumaschinchen hin. Zusammensetzer. Halt, so. Bitte auf das Rezept. Einfach Hotdog reagieren. Was? Cheese? Cheeseburger, so. Okay. Und dann brauchen wir hier bloß noch einen normalen Roboter, der uns die Brötchen reinlädt hier. So, Spender. Spender. Bitte Hotdog-Brötchen. Okay. Einen Bestellungsleser, der auf Hotdogs reagiert. Also auf einfache. Der einmal, wenn die Bestellung kommt. Der auch einmal, wenn die Bestellung kommt. Ja, komm, dann machen wir jetzt einfach mal, dass wir den Grill nicht noch für irgendwas anderes verwenden. Das ist nämlich dann Blödsinn hier. So, Elektrogrill. Nur so lange halt an, wenn die Bestellung aussteht. Und der Verpacker hier, nee, Verpacker ist es nicht. Der hier einfach nur halt auch dasselbe. Oder Aktion bei neuer Bestellung einmal ausführen. Weiß ich jetzt nicht. Ich probiere es jetzt erstmal aus, weil sonst mache ich immer die andere Option. Ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht genau. So, und dann kommt hier ein Fließband, ein Fließband, ein Fließband. Dann brauchen wir hier noch ein Robby. Wir könnten das natürlich auch sparen. Wir könnten die ganze Idee hier ein bisschen vorrücken. Das machen wir auch, komm. Das ist ja eigentlich Schwachsinn, was ich da wieder fabriziere. So, zack, zack. Enter, zack. So, Simple. Simple Present Roboter. Den können wir auch noch steuern. Einen Anschluss haben wir ja noch. Ne, wir haben noch einen. Warum haben wir denn noch einen übrig? Ah, ja, 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 doch. Moment, warte mal. Denn jetzt erstmal der hier regulieren. Eins. Machen wir auch mal das mit der Aktion hier. Warte mal, stopp. Oh, halt, nee, 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 das war falsch. Ach ja, stimmt, der ist ja nicht der richtige. Ah nee, wir haben nichts mehr frei, okay, nee. Dann lassen wir den Roboter einfach so laufen, wie er ist. Ja, der war ja für die Pommes, eigentlich muss ich den hier hinstellen. So, Bacon, was ist denn eigentlich, wenn ich das hier anklicke? Ah, da komme ich auch gleich ins Rezept rein. Das ist natürlich perfekt hier, das habe ich gar nicht gewusst hier. Ich immer hier, was will ich jetzt gerade produzieren? Zack, Bums. Also das geht ja wesentlich schneller wie alles andere. So. Cheeseburger. Gut, da brauchen wir einmal Käse. Das geht eigentlich relativ leicht. Und die Bacon Pommes gehen auch leicht. Ja gut, da brauchen wir aber den Käse. Warte mal. Wir brauchen jetzt Pommes, Pommes Spezial und Bacon Pommes. Pommes. Pommes Spezial. Bacon Pommes. Ich habe jetzt nochmal überlegt hier, aber ich bin auch noch mal weiter am Überlegen, ob ich nicht die Aktion hier für die Pommes irgendwie ums Eck lege. Oder das hier rüberklapp. Macht das Sinn, wenn ich das umklapp? Ja, eigentlich schon, ne?
Ich probiere es mal, wie es ausschaut. Wenn ich die ganze Maschinerie umklappe. Warte mal, umklappen. So. Da könnte ich sogar... Na, ja, dann gewinne ich aber wieder nichts, oder? Ja doch, eigentlich schon. Wenn ich hergehe, mache den Vorratsbehälter hier hin. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen ummodeln, das Ganze. Warte, ich hab's gleich. Der greift schon ums... Ach, ich stell's gleich ein, komm. Der greift nach rechts ums Eck. Ja. Der kann so bleiben. Der muss noch verstellt werden. Und dann der so und... Dann haben wir da nämlich eigentlich schon wieder Platz gespart und dann können wir hier wegnehmen und da noch wegnehmen. Es ist... Naja, wobei es ist auch jetzt nicht so... Es ist auch nicht so glücklich jetzt hier die ganze Sache, aber ja. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir echt mal schauen. Weil wir müssen das ja immer noch hier wieder zum Ausliefern bringen. Wobei ich eigentlich auch hergehen könnte. Warte mal. Ja. Ich habe immer Ideen, ja, aber falls wir da Pommes rausfischen müssen, schlecht geworden. Naja, ich denke mal, dass wir da gleich. Wie gesagt, wir haben keinen Mülleimer, wo wir dann die verbrannten Dinger hin tun können. Das weiß ich gar nicht, wo das hin soll danach hier. Dann machen wir es folgendermaßen. Hoppala. Dann wieder grad. So, machen wir es einfach so. Dann können wir hier hinten rum noch ein fertiges Produkt ausliefern, eventuell. Vielleicht sogar, warte mal, Bacon Pommes. Ist jetzt vom Auswand, genau. Vom Aufwand nicht so hoch hier. Ja, das wird halt wirklich lustig hier mit dem gebratenen Ei und so. Dann machen wir in die Richtung die Bacon Pommes Ausgabe. Dann machen wir nämlich hier. Okay. Das heißt. Warte mal. Das haben wir ja gesagt, wird nicht gesteuert, ja. Und der halt, der reagiert nur auf die Pommes, jawohl. Oh, jetzt. Ich guck schon wieder nicht mal die Zeit hier. Schlimm. Schlimm mit mir. Ja gut, nee, wir machen hier erstmal einen Cut rein. Sonst würden das hier eine Stunde. Also das ist so schlimm wie Satisfactory oder Factorio, wenn man da spielt, hier genauso. Wenn man da mal im Denken drin ist, ne, muss man sich erstmal wieder irgendwie bremsen. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's natürlich wieder beim nächsten Mal. Wem es natürlich sehr gut gefallen hat oder auch gut gefallen, das wird oder auch nicht gefallen, das kann ja auch passieren. Dafür sind die Kommentare da und ein Like natürlich geben. Ne? Und wer möchte, kann mich unterstützen, indem er den Kanal abonniert. Ja, und ich habe jetzt seit neuen Dingen mal einen Discord-Server eher eingerichtet. Bin natürlich noch nicht so richtig fit da drin, wie das alles so funktioniert, ob es funktioniert. Ja, da könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich auch mal drauf kommen und da kann man auch ein bisschen dann reden und ja, mal schauen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.